Tja, da ist einiges weiterhin los in Deutschland. Unser Meteorologe Alexander Hildebrand hat sich das Ganze nochmal angeschaut, Berechnungen angestellt. Wie lange wird uns dieses Wetter denn noch erhalten bleiben, Alex? Also der ganz starke Schneefall wird noch heute andauern, morgen sich dann abschwächen, aber Mittwoch nochmal im Süden richtig zulegen. Also diese Schneelage wird uns weiterhin im Griff behalten. Und die Berechnungen zeigen auch, dass das eben noch für mehrere Tage der Fall sein wird. Sie sehen jetzt hier das aktuelle Schnee. Das sich hier so von Nordrhein-Westfalen bis in den Osten rüberzieht. Das ist etwa der Stand von heute 10 Uhr. Und wenn ich das jetzt in Gang setze, da sehen Sie, dass sich der Schneefall noch mal etwas nach Norden bewegen wird. In Berlin auch leichter Schneefall mit dabei. Und dann im Laufe des Dienstags könnte sich das Ganze so etwas beruhigen. Da kommt die grüne Farbe, also der Hintergrund, zum Vorschein, bevor dann am Mittwoch im Süden erneut Schneefall aufzieht. Und tatsächlich wird das dann auch eben statt Regen wie in den letzten Tagen auch im Süden dann Schneefall sein. Also in Berlin der Schneefall überwiegend nur leichter in Intensität, wie auch schon heute früh. Aber es ist durch den ganzen Frost der letzten Nacht, ist es natürlich extrem rutschig. Und dann sehen Sie eben nochmal hier der Mittwoch, ein echter Schneetag im Süden. Also hier wird der Schneefall uns dann weiterhin im Griff haben. Hier sieht man das Radar vor aktuell der letzten Stunden, also im Osten der Schneefall, aber auch im hessischen Bergland schneit es aktuell. Und die Wetterwarnungen gelten noch weiterhin, Unwetterwarnungen aufgrund des starken Schneefalls, vor allem im Osten. Also gerade wenn man dann mit dem Auto unterwegs ist, ist die Lage mehr als schwierig, gerade wenn es dann hügelig ist, wie zum Beispiel auch auf der A9 in Thüringen. Ja, das kann man sich schon vorstellen. Alex, auch ein Problem, diese wahnsinnigen Temperaturunterschiede. Wir haben ja hier zum Beispiel in Berlin, glaube ich, um die 8, 9 Grad heute Morgen bei Lutz Stordel, minus 8, 9 Grad, bei Lutz Stordel auch minus 8, 9. In München allerdings um die plus 2. Bleibt das so, dieser Riesenunterschied? Also der Unterschied wird weggehen und es wird dann für alle kalt werden, weil die Kälte kommt dann langsam auch in München an und dann gehen die Temperaturen deutlich zurück. Also aus den plus 2 Grad in München heute werden bereits morgen schon plus 1 Grad, am Mittwoch plus 1 Grad und dann am Donnerstag kommt der Dauerfrost in München auch an mit minus 6 Grad. Die Nächte werden noch kälter dort sein, minus 15 Grad. Und dann schauen Sie mal, ich habe es jetzt extra bis zum 21. Februar hier aufgezeichnet. Also bis dann, für rund 10 Tage, wird München dann in dieser neuerlichen Kältewelle nicht aus dem Dauerfrost rauskommen. Und das gilt auch für viele andere Regionen in Deutschland. Dankeschön, Alex. Bitteschön.